In unserer Rubrik Gesucht und Gefunden wurde ja heute Buti. Buti war auch letzten Monat in der Katzenvermittlung und stand für die ganzen jungen Mütter, die Junge bekommen haben hier im Tierschutzverein. Die wurde heute vermittelt. Und neben mir sitzt jetzt Katrin und Paul, mit Tochter Pauline. Und ihr nehmt heute Buti mit. Genau. Habt ihr bei Tierheim.tv entdeckt. Mhm. Und warum solltest du gerade Buti sein? In welchem Zusammenhang steht das? Ja, also wir haben für unseren Kater, für unseren Vierjährigen, haben wir halt eine Partnerkatze gesucht oder einen Kater halt. Das war uns gleich. Uns war es egal, wie die Katze oder der Kater aussieht. Und wir brauchten halt ein Tier, was zu ihm passt. Und wir haben gedacht, so vom Wesen her, weil sie zwar wach ist, aber ruhig im Ganzen so, passt das mit unserem wahrscheinlich ganz gut. Und dann seid ihr heute aus Basinghausen oder so, ne? Seid ihr Gärden, ja. Aus Gärden hierher gekommen und dann war das auch so, dass sie sagte, das würde tatsächlich ganz gut passen? Ja, das hat so ein bisschen gedauert, bis sie dann so den Kontakt zu uns gefunden hat, aber es war dann die, für die wir uns dann letztendlich auch entschieden haben, für die unser Herz dann auch zum ersten geschlagen hat. Und dann eine schöne zweite Katze, das ist ja auch immer besser. Mhm. Pauline, was sagst du dazu? Ist es auch so für dich so die Wunschkatze? Ja. Also, ja? Ich habe mich schon direkt in die Augen rein verliebt. Da hast du ein gutes Gefühl bei. Ja. Ihr seid natürlich aufgeregt, wollt auch noch nach Hause. Ihr wisst ja, das wird erstmal ein bisschen Zoff unter Umständen geben. Genau. Ich kenne das von meinen, von der Seite. Pauline, Katrin, TierheimTV drückt euch ganz feste die Daumen, dass das alles gut klappt. Und wie immer wird natürlich auch die Reihe fortgeführt. Bis dann. Tschüss.